Hi und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute möchte ich euch die Unheilsstulpen vorstellen. Ich muss hier aber noch schnell anmerken, dass wir uns auf einem Testserver befinden und sich bis zum offiziellen Release der Unheilsstulpen noch ein paar Dinge ändern könnten. Die Unheilstulpen an sich sind so ähnlich wie die Eisstulpen, eine Midrange-Magiewaffe, die Mana verbraucht. Das Besondere an den Unheilstulpen ist aber, dass wir die auch im Nahkampf spielen können, dazu aber gleich mehr. Die Unheilstulpen skalieren mit Intelligenz und Konzentration, Mainstat Intelligenz und Sekundärstat Konzentration. Was halt jetzt die zweite Waffe neben dem Lebensstab tatsächlich ist, die mit Konzentration skaliert. Und somit denke ich auch, dass wenn die Waffe online geht, also wenn der Patch kommt, der die Waffe reinpatcht, denke ich, dass viele Leute den auch mit dem Heilstab dann auch spielen werden. Kommen wir aber nun wie immer zu den Skilltrees. Da hätten wir auf der linken Seite Auslöschung und auf der rechten Seite Verfall. Auslöschung fokussiert sich sehr viel auf Damage und Crit Multiplier und Debuffs. Und Verfall fokussiert sich mehr auf Team Support und Debuffs. Bevor wir aber jetzt mit der ersten Fertigkeit der Unheilstulpen anfangen, würde ich euch gerne einfach mal die Standardangriffe zeigen und die Blockmechanik, weil die ist anders, beziehungsweise die haben keinen Block. So wie die Eisstulpen, wir können schwere Angriffe machen, dann ist das Projektil ein bisschen größer und leichte Angriffe sehr standardmäßig. So, was halt das Besondere an den Eisstulpen ist, ist, wenn es ums Blocken geht. Wenn wir Mana verbrauchen und wir Mana wieder brauchen, dann drücken wir einfach Blocken. Wir machen uns selber Schaden und regenerieren dafür aber Mana. Ist eine interessante Mechanik. Ich wüsste aber jetzt noch kein Szenario, in dem das wirklich nützlich sein könnte. So, jetzt aber zur ersten Fertigkeit in Auslöschung. Das wären die Unheilsklinge. Und das ist auch der Skill, der das Void Gauntlet oder die Unheilstulpen zu Deutsch in eine Nahkampfwaffe verwandeln. Wenn wir den Skill aktivieren, haben wir für 16 Sekunden hier so eine Klinge an unseren Unheilstulpen, mit denen wir schwere Angriffe machen können und ganz normal leichte Angriffe. Aber anstatt dass wir, wenn wir Blocken drücken, jetzt hier ins Leben aussaugen, huch, okay, voll viel Effekt, da waren die Klingen schon wieder weg. Da das halt jetzt ein Schwert ist, eine Klinge, können wir auch mit der ganz normal blocken. Wenn wir die Unheilsklingen weiter auskillen, bekommen wir hier zwei Modifier. Einmal verstärkte Klinge, heißt bei Aktivierung der Klinge bekommen wir für 5 Sekunden 20% mehr Schaden. Und wildes Unheil, 10% kritischer Schaden auf Angriffe mit der Unheilsklinge. Und der letzte Skill, aussagende Klingen, ist quasi, wir heilen uns jedes Mal, wenn wir einen Stichangriff machen. Und Stichangriff ist, denke ich, der schwere Angriff damit gemeint, weil wir da nach vorne stechen. Die anderen Schläge mehr so schwungvollere Angriffe sind. Die zweite Fertigkeit in Auslöschung heißt Leere. Ist ein AOE-Feld, das wir um uns herum platzieren. Wenn Gegner darin stehen bleiben, werden sie geschwächt und bekommen Schaden, währenddessen Verbündete, die in den Kreis stehen, empowered werden. Also die kriegen einen Buff, der ihnen 20% mehr Damage macht. Verleiht, nicht macht. Und wenn wir den Skill weiter auskillen, dann haben wir hier unten noch einen recht interessanten Punkt. Belebende Leere, plus 15 Ausdauer pro Sekunde für dich und Verbündete innerhalb des Radius. Finde ich sehr nett, kann man immer gebrauchen. Vor allem den Skill kann ich mir sehr gut in Teamfights vorstellen, im PvP
oder in Schlachten, wenn es darum geht, wenn einen Punkt einzunehmen und die Tanks der Gegner da auf dem Punkt stehen, dann haben wir die Leere da rein und kriegen dann ziemlich starken Debuff und alle verbündeten Tanks, die da drin stehen, kriegen einen Buff. Ich denke, dass das ziemlich stark sein kann. Die dritte und letzte Fertigkeit heißt Versteinender Schrei. Schaut so aus. Wir aktivieren den Skill und vor uns erscheint so eine lila Wolke, die alles, was da in dieser lila Wolke getroffen wird, verwurzelt wird. Also die Gegner, die davon getroffen werden, können sich für erstmal 2 Sekunden nicht bewegen, aber wenn wir den weiter ausskillen, dann bekommen wir dann eine Sekunde drauf. Plus der letzte Trade macht das, wenn wir, je mehr Gegner wir mit dem Skill hitten, kriegen wir einen Empower, also auch wieder einen Damage Modifier. Der Big Trade in Auslöschung heißt Unheilsrufer. Ist ganz schön viel zu lesen da, aber ich breche es für euch ganz kurz runter. Bewirkt quasi, wenn wir gegen den Gegner kämpfen, stackt auf uns. Einen Moment, ich muss schnell nachschauen, wie der Buff heißt. Stackt auf uns Unheilsessenz, was keinen Schaden macht, sondern ist einfach nur ein Indikator auf uns, der halt auf uns stackt. Je mehr wir angreifen, das sind Auto-Attacks und schwere Attacken können Fertigkeiten sein. Egal was wir machen, das Zeug stackt auf uns hoch und bei 6 Stapeln, wenn wir die erreicht haben, spawnt um uns herum ein wirbelnder AOE, der uns um 30% des Waffenschadens heilt und den Gegnern Schaden macht. Was man dazu auch noch sagen kann, ist, dass Verbündete, die neben euch stehen, in diesem Kreis auch geheilt werden. Das ist sehr nützlich zu wissen. Kommen wir zum zweiten Skilltree Verfall. Da hätten wir als erste Fertigkeit die Verfallssphäre. Schaut so aus. Wir feuern eine Kugel, die auch wieder zurückkommt. Die Kugel, wenn sie nach vorne schießt, macht Schaden an den Gegner und wenn sie umdreht und Verbündete oder wir uns darin befinden, werden wir um einen gewissen Prozentsatz geheilt oder bekommen wir so einen Regen-Buff, der uns über Zeit heilt, nicht prozentual, sondern der heilt uns über Zeit. Der Skill an sich ist ziemlich cool. Vor allem kann ich mir das auch sehr gut vorstellen in einer Gruppe, wenn unser Team Heilung braucht. Nachteil an dem Skill ist aber, wenn wir den Skill casten und einen Schritt zur Seite gehen, dann bekommen wir den Regen-Buff nicht. Also wenn wir den Skill casten und wir wollen auch was von der Heilung abbekommen, dann müssen wir entweder den Skill entgegengehen oder an der Stelle stehen bleiben, was halt im PvP-Kämpfen ziemlich awkward sein kann. Die zweite Fertigkeit im Verfall heißt Unheimliche Fesseln. Ist ein sehr simpler Skill. Wir feuern ein Projektil auf unseren Gegner und wir verbinden uns quasi mit dem Gegner. Und je länger wir mit dem Gegner verbunden sind, desto stärker werden wir. Ich kann das hier demonstrieren. Ihr seht, wir haben jetzt hier so ein Band und bekommen einen Damage-Buff. Die Fesseln können auch unterbrochen werden, wenn der Gegner mehr als 15 Meter weit weg ist, dann lösen sich quasi die Fesseln und wir haben diesen Buff nicht mehr. Die dritte und letzte Fertigkeit in Verfall heißt Zerreißende Essenz und ist genauso simpel gehalten von den Animationen her wie die letzte Fertigkeit. Nur dass wir diesmal eine Kugel schießen und der Gegner diesen Debuff hier bekommt, den wir gerade sehen. Der bewirkt, dass jedes Mal, wenn wir den Gegner angreifen, währenddessen er den Debuff hat, dass wir uns heilen. Und das Besondere ist, dass das auch für die Verbündeten in unserer Gruppe oder allgemein die Verbündeten, die den Gegner auch angreifen,
auch jedes Mal heilen, wenn sie quasi den Gegner hitten, währenddessen er den Debuff hat. Kommen wir zum großen Trade in Fall namens Blick des Unheils. Ist so ähnlich aufgebaut wie unser Unheilsrufer. Wenn wir den Gegner angreifen mit Auto-Attacks oder so, bekommen wir die Unheilsessenz wieder als stapelbaren Buff auf uns. Und sobald wir 4 davon erreicht haben, setzen sich alle unsere Cooldowns zurück und wir können dann direkt unsere Fertigkeiten wieder einsetzen. Das Ganze hat einen Cooldown von 15 Sekunden. Zum Schluss möchte ich euch noch mal ein Bild vorstellen, wie ich die Unheilstulpen als Solo-PvE-Spieler spiele auf den Testservern. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich die Unheilsklinge ziemlich cool finde, mir ein Bild zu basteln, das mich im Nahkampf mit den Unheilstulpen kämpfen lässt. Von den Werten her bin ich bei meinem Bild auf Full-Konzentration gegangen. Wir haben hier die 300 voll und roundabout 100 Konstitution. Das ist so Standard. Warum Konzentration? Einfach aus dem Grund, weil die Unheilstulpen als Sekundärstat damit skalieren. Heißt, wir machen trotzdem noch ein bisschen Schaden. Und die ganzen Heal-Fertigkeiten, die wir haben, heilen uns halt sehr, sehr stark. Somit können wir in mehreren Gegnern drinstehen und wir können das easy outsustainen. Also wir haben kein größere Probleme, gegen 3 Gegner gleichzeitig zu kämpfen. So schaut das Bild aus von mir. Wir haben hier die Unheilsklingen, die uns halt den Nahkampf ermöglichen. Wir haben die Leere dabei, den AOE-Debuff, damit wir mehr Schaden machen. Und wir haben hier die Verfallsphäre dabei. Ist ziemlich, ziemlich cool, vor allem mit der ganzen Konzentration, die wir haben, ist der Heal echt nicht zu unterschätzen von der Verfallsphäre. Jetzt würde ich euch das Ganze gerne einfach noch in Action zeigen. Wir pullen hier den hier und den da hinten. Wir haben 2 Gegner, die auf uns zukommen. Wir platzieren unseren AOE, gehen in den Nahkampf mit den Klingen und können hier easy reinzimmern. Und ja, die haben uns Schaden gemacht, aber wir haben alles easy outhealed. Also wir sind full life aus dem Kampf rausgegangen. Kann es hier nochmal demonstrieren. Was man noch beachten kann, ich mache die ganze Zeit gerade leichte Angriffe mit der Void-Klinge. Aber wenn wir zum Beispiel schwere Angriffe spammen würden mit der Klinge, würden wir uns sogar noch mehr heilen. Also ihr seht schon, es ist ein ziemlich, ziemlich tankiges Bild, das auch gut Damage raushauen kann, definitiv. Und ja, das ist so das Bild oder der Playstyle, den ich entdeckt habe für mich, der mir mega viel Spaß macht mit den Void Gauntlets. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen ersten Eindruck der Unheilstulpen vermitteln. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye! Thank you.